Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2019. Mein Name ist Jan, mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Wir sind in Großbritannien, im Qualifying gibt es keinen Regen und auch im Rennen nicht. Glück gehabt. Jawohl. Ich habe jetzt 3 Siege hintereinander. Ich habe ja, lob dich nicht, Kanada so gewonnen, Frankreich und Österreich habe ich auch gewonnen. Und bin jetzt in der Fahrerwertung insgesamt auf Platz 2. Hamilton hat leider 27 Punkte Vorsprung, also selbst wenn er rausfliegen würde und ich mit dem extra Punkt als erster ins Ziel komme, kann ich nicht dran vorbei. Aber ja, danach kommt Deutschland. Die Strecke ist so, naja, finde ich so mittelmäßig. Großbritannien finde ich gut. Also hier errechne ich mir auch nochmal 4 Chancen. Ungarn errechne ich mir eigentlich so wie immer 0 Punkte, weil ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals schon mal in Ungarn. Das ist diese Strecke, wo ich mich aber 10 dem Rand. Millionen ja. Mal gedreht habe. Ja, das oh, ist der Curve. Oh, ups, der Curve. Ah, der Curve. Jedes Mal in dieser einen Kurve auf dem Curve gedreht. Also, der ist richtig häselig und dementsprechend. Ja, du hast dich jetzt genug gelobt. Ja, ist super. Ja. Nein, ich habe gesagt, dass er davon ausgeht, dass ich in Ungarn kein Ja, schaut auf jeden Fall auf beiden Kanälen vorbei. Doch, ich bin draußen. Was? Schaut auf beiden Kanälen auf jeden Fall vorbei. Er will jetzt auch mal fahren. Hat gerade letzte Aufnahme. Ja, letzte Aufnahme so Österreich. Österreich. Oh fuck, ich hätte meine Kamera wechseln können. Egal. Bitte. Oh mein Gott. Achtung, mein Reifen ist. Ah, okay, ich habe roten Frontflügel. Ich bin mit rotem Frontflügel quasi aus der Box entlassen worden. Ja, ich bin rausgekommen, ich habe die Kontrolle auf dem Gras bekommen und bin in die Wand gerutscht. Ich fahre jetzt direkt wieder rein. Das ist eine Schuld. Ja, Leute, auf jeden Fall, Österreich war nicht gut. Du bist auf der Strecke. Österreich war nicht gut, lass es doch mal ausruhen. Ja, ich möchte nur sagen, dass ich die letzten Male immer von Mike auf Großbritannien Ich habe dich nie getötet, Mann. Ich hab. Doch. Du bist letztes Jahr rausgeflogen und das war absolut deine Schuld. Ja, mit Renault sind wir das nicht gefahren. Ich hätte dich überrundet und dabei. Überrundet, das war gar nicht überrunden, du Arsch. So dumm, ey. Ich hab Spaß. Ich wollte dich vorbeilassen, weil du echt Pech hattest und ich dir gönnen wollte. Und dann fährst du mir einfach. Ich war schneller. Ja, sag ich ja. Und dann habe ich gedacht, boah, echt. Er war eigentlich so gut und hat so viel Pech gehabt. Ich lass ihn vorbei, bevor wir noch irgendeine Scheiße machen. Ich war sogar neben der Strecke und du bist mir einfach trotzdem reingefahren. Ich weiß. Und bist dadurch dann. Wow! Bist dadurch dann rausgeflogen. Alter, die Runde wird so schlecht und ich habe keinen Benzin. Ich bin raus. Ganz? Also zumindest, nein, ich habe mich gedreht. Lol. Ja, gut. Ich feier auch gerade. Wieder an die Box, also. Also, ja, macht nichts. Ach man, Leute, das ist noch häselig. Muss die Vorderbremskraft-Dingens verstellen. Ah, stimmt. Die habe ich ja also auch gerade vergessen, guck. Deswegen hab's war ich vergessen, auch so natürlich. Ja, er zeigt mir gerade an, ich habe einen Leader-Sektor. Ja. Ahi, ahu, ahuga. Ja, keine Ahnung, Leute. Das wird nix. Also, wie gesagt, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich hab auch ein bisschen weniger Benzin. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass ich nicht eingefahren bin. Und dann habe ich auch nicht viel gefahren. Also, ungefähr insgesamt zusammengerechnet, so eine Dreiviertelrunde bin ich gefahren. Plus Einführungsrunde. Ja, die Einführungsrunde war krass. Ja, und deswegen. Ja, wird's auch jetzt nicht viel besser. Ich fahre jetzt wieder raus, hoffentlich blockierst du mich jetzt nicht. Das wird auch jetzt nicht viel besser. Wieso soll ich dich blockieren? Ja, vielleicht weil du gerade reinfährst oder so, ich weiß es ja nicht. Ja. Reinfährst du nicht. Was bist du eigentlich für einer? Ja. Ich bin absolut immer auf deiner Seite. Und dann ich bin auch auf deiner Seite. Hier von blockieren und unfair und wegrammen. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Hoffentlich fliege ich raus, sagt er immer. Ja. Dass er mich unbedingt überholt. Habe ich nie gesagt, was. Ja, Betrug.
Alter, diese Boxenausfahrt ist so kacke. Ohne Spaß, ich hoffe, dass ich eine Einbox mache. Die Box ist so lang und man muss 60 fahren. Die Ausfahrt ist so scheiße. 60 km/h. Lol, hier pfeifen die alle bei mir. Aber alle müssen 60 km/h fahren. Ja, aber außerdem, wenn man hier nur eine Einbox fahren könnte, wäre es halt super. Musst du halt nachgucken, dass die anderen halt auch viel Zeit verlieren auf der Strecke, weil die halt diese häselige Kurve da drumherum fahren. Was? Ja, wir haben doch da diesen Schlenker vor der Box und du kannst du einfach gerade ausfahren. Da verlieren die Zeit, da bist du schneller. Das check ich Echt wirklich nicht. Nicht, nee. Wir sind 15. auf dem Temporadar. Digga, diese Ansage, wer hat die programmiert, Alter? Wenn er dann immer, er sagt das auch wirklich, als würde er so richtig nah ans Mikro gehen. Er kommt dann so hin, so, wir sind 20. auf dem Temporadar. Also er spricht es auch so komisch rein. Echt, als hätte er irgendwas... Er ist da voll von überzeugt, Alter. Nein, eben nicht. Eben nicht, hä? Ich find's. Also, ich hatte immer das Gefühl. Ich hatte immer das Gefühl, er sagt so, ja, wir sind 20. auf dem Temporadar. Aber er hat gerade so gesagt, wir sind 20. auf dem Temporadar. Cool. Ja, das ist so eine Top Secret Information, die er als einziger weitergeben darf. So klingt das einfach. Ja. Junge, mein hat irgendwas geraucht. Ich drücke auf Rauswahl und er so Motor. Mann, ich will schnell fahren. Ja. Und du veränderst das. Ich kann auch nichts dafür, wenn er so null ist. Motor. Richtig geil. Ich kann nicht mehr rausfahren. Hilfe. Es tut mir leid. Ich kann dafür nichts. Vor allem, wie bist du... LOL! Ich hab nichts gesagt. Jetzt bin ich in den Assets hinter diesem Spacken, ey. Leute, ich hab nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, hey, wie bist du eigentlich hier gegen die Bande geknallt, wenn du aus der Box rausfährst? Da ist ja eigentlich ist keine... Da ist keine Bande so richtig nah, dachte ich. Und ja, plötzlich war ich auf dem Gras und mich hat's gedreht. Aber ich war nicht in der, ich war nicht an der Bande zum Glück. Aber das war richtig geil. So, hä, wie schaffst du das denn? Und dann drehst du mich ins. Ja, ach komm schon, man ist echt ohne Spaß, macht gar das keine Lust mehr mit dir. Jedes Mal startet er von Platz 1. Fährt im Rennen 10 Sekunden immer von den anderen weg, locker. Echt, das ist so gefaked, echt. Man merkt so, dass du hackst. Letzte Folge noch drüber geredet, so, ja, man merkt's gar nicht. Jetzt so, man merkt so. So. Ja. Du fährst Wetten um 100 Cent. Schade. Oh. Dass du die jetzt schneller fährst in der Zeitrunde. Nee. Jetzt meine. Doch. Also ich glaub's wirklich nicht. Ich streng mich an, weil ich hoff's natürlich. Meine aber ich fahr schlecht. Echt nicht gut. Ich fahr richtig scheiße. Ich ja, weiß nicht, ich was ich mache, aber ich fahr so also schlecht. Die gezeitete Runde war zumindest schlecht. Wie sieht eigentlich Temperatur aus? Oh, ich muss meine Bremsen aufwärmen. Was machst du denn? Was da? Hab ich noch nie geguckt. Ja. Ich will ja eine schnelle Runde fahren, dann muss ich doch gucken, ob meine Bremsen aufgewärmt sind. Was? Was? Ja, ernsthaft? Ich bremse nicht. Eben. Das macht gar keinen Sinn für mich, das ist doch null schlüssig. Bremsen? Ich weiß gar nicht, wo das Bremspedal ist, ich hab das abgebaut. Ja, das macht gar keinen Sinn, ich weiß nicht, wo es ist, ich hab's abgebaut. Hä, wo ist das? Ah ja, ich hab's bestimmt abgebaut. Ja, hör auf, ich fahr jetzt gerade wieder schnell. Ich auch, ist doch egal. Muss man alles ein bisschen mit Humor sehen, die ganze Geschichte. Hast du Humor?
Spaß zumal. Ich mach dich Krankenhaus. Den Spruch bringe ich jetzt jedes Video, Leute. Mann, diese Kurve, wo ich auch in dich reingefahren bin, die kann ich gar nicht fahren. Echt? Ja, ich war da gerade schon wieder so langsam. Boah, ich hab einen Lida-Sektor, ey. Kommt da immer von der Ideallinie. Aber ja, sei ich ja, dass du... Na, ich fahr nicht die schnellste, weil im ersten Sektor war ich richtig schlecht. Ja. Ja, ja, ich hab mich da in der ersten Kurve, erstens hatte ich einen Quersteher und zweitens habe ich bei Startziel keine 100%ige Geschwindigkeit. Gleich so 30 Sekunden schneller. Nee, ich bin Vierter. Echt? Ja. Der dritte war offensichtlich nicht gut. Gehört, gehören Uber. Die Assets eigentlich? Was für eine Assets? Ja, diese links-rechts-links-rechts-Kombination. Die gehören bei mir, ja. Ja, nein, gehören die zum dritten? Ne, die gehören zum zweiten. Hab ich gerade nachgeguckt. Gehören die? Ich so, ja, die gehören mir. Zu was gehören die? Zum zweiten? Zum zweiten, ja, ja, da hast du ja lila Sektor. Ich habe jetzt auch gerade schon wieder lila Sektor gefahren. Ja. Und im ersten habe ich auch gleich lila Sektor. Mindestens 5 Sekunden schneller. Nee, der dritte ist bei mir gerade schlecht. Hm. Habe ich nur grün. Ja. Und weißt du, da warst du schneller, oder nicht? Nee, ich nicht. Irgendwie anders, aber ich nicht. Oh mein Gott, ein NPC war da schneller? Ja, was? Also ich war echt nicht schneller. Ochsenstub. Krass. Ja, das ist krass. Ich habe Angst vor den am PCs. Wo ist aber eigentlich Hamilton der... Was ist eigentlich die Bremse? Ja, weiß ich nicht, wo die Bremse ist. Ja, ich dachte, du hast die ausgebaut. Nein, nee, die Temperatur hier. Nicht du. Ja, da steht doch da die Temperatur. Ja, welches ist denn das? Ja, da wo die Bremsscheibe ist, du Bongo. Boah, ich war auf 100. Du Bongo, erkenne ich doch nicht, was das für ein Zeug ist. Also, bei mir ist so bei 400 Grad im grünen Bereich. Ja, ja, ich habe jetzt auch 700 gehabt, kurzzeitig. Jetzt habe ich gerade. Also alles 900. Also alles unter 200 würde ich sagen, ist die Bremse zu kalt. Wobei unter 300 würde ich schon sagen, ist sie zu kalt. Ja, unter 300 Grad ist es zu kalt. Also der Start war wieder nicht gut, aber der Rest vom ersten Sektor war besser. Vielleicht komme ich ja noch ein, zwei Plätze hoch. Ich werde gleich mit richtig, richtig kalten Bremsen bremsen. Also der erste Sektor war wirklich deutlich besser dieses Mal. Aber kein Lila, aber auf jeden Fall deutlich besser. Der Start, wie gesagt, war halt echt nicht so gut wie der. Ja, du bist gleich locker Erster, weiß ich doch. Ja, das kann schon passieren. Jetzt fahre ich nämlich gerade gut. Jetzt, ich bin wieder im Flow drin, jetzt hast du verloren. Weiß ich. Weiß ich. Ich kenne mich aus. Ja, sogar wie ich gerade die Kurven nehme, so gut muss man erstmal fahren, ey. Ja. Das Legende, pure Legende. Ich halte das Lenkrad gerade so steif in meiner Hose. Kommentar. Wir fahren die Box. Wir möchten, dass du reinkommst. Ja, ja, ich komm. Damit meine Runde kaputt ist, genau. Der dritte war jetzt nicht so gut der Anfang, aber das kann trotzdem, wenn ich das jetzt nicht versau. Schon der Anfang vom dritten Sektor ist doch eine Gerade. Ja, weiß ich auch nicht. Es könnte gut werden. Ah, schade. Ich habe den dritten offensichtlich nicht gut gefahren. Du hast den dritten nicht lila? Nee, hab ich nicht. Dann hat echt doch, irgendein Bot lila. Okay. Aber wurde mir nicht angezeigt, aber ich hab's. Ich hab's. Ja, cut. Ja, hey! So, Erster und Zweiter. Das haben wir ja. Ich hoffe, ich werde. Ich hoffe, ich ramm dich weg. Ich glaube, ich starte außen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich starte als Zweiter. Ich starte auf jeden Fall als Erster. Und bitte lass Hamilton nicht ins Ziel kommen. Bitte ramm ihn weg. Bitte lass mich niemanden wegrammen. Bitte. Also, dass mich halt keiner wegrammt. Ja. Hör doch auf. Hör doch auf. Was ist das eigentlich für eine Scheiß? Ja, finde ich auch gut, aber was ist das für eine Kacke eigentlich? Warum schlägt der rot-gelb und rot-weiß vor? Ja.
Kannst einmal halt eine Runde früher in die Box gehen, wenn du dumm bist. Also bitte mach das. Wir machen ja, wir teilen unsere Strategie, ja, du fährst rot-weiß und ich rot-gelb, ne? Joda. Ich finde, also das ist so schnell mit Weiß, da bist du fix. Ja, bin ich fünf. Machst du Undercut, wenn du da in die Gibt er Box gleich so einen gehst? Cut nach der Gesicht? Nein. Opfer! Darf nicht, jetzt darf ich. Darfst. Nix eine Durchfahrtsstrafe, ist ja egal. Ich sag ja, ich fahr Stadt außen. Man hat gar nicht mehr, dass diese Sachen so außerhalb des Bildschirms sind und plötzlich irgendwie Anzeigefehler oder so, Echt das hier? Das hat spielt man nicht so. mehr? Also ich sie nicht mehr, vielleicht hast du ja im Bug-Modus gestartet und Das hast du kann es, aber passieren. Ich ich war auch hab's gar nicht darauf nicht. geachtet. Ich war Ich gar nicht habe ja auch drauf. nur eine Runde gefahren. Ja, Da kann man ja gar nicht mehr darauf stimmt. achten. Hui. So, jetzt. Oh, ich muss in dieser Kurve auch nicht bremsen. Oh. Oh. Da brodelt alles. Kein Regen, sagt er mir. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Dreh einmal kurz auf der Strecke, okay. Bei mir hat er gesagt, du hast Störungen. Ja. Ey, hopp, Junge! Stell hoch, stell Alter. hoch! So ein dummer Typ. Du warst es doch! Ich war vorne, ich bin Platz 1. Ich darf Ja. fahren, wie ich will. Ich darf fahren. Ja. Was für Ich ein Arschloch! hab rechts, links meine Reifen aufgewärmt. Ich bin Platz 1. Ich darf fahren, wie ich will. Ich hab meine Reifen Als hätte er so aufgewärmt. Sonderregelungen. Alter. Ich hab meine Reifen Ich die Fresse. Bei mir ist Ja, es ich bin links, rechts gefahren, um meine ist es Reifen übrigens aufzuwärmen. außerhalb. Ja, ich hab doch gesagt, nee, pass auf, und du warst da einfach Wieso dann soll ich rechts liegen. aufpassen? Du darfst ja nicht an mir vorbei. Das darfst du nicht. Gar nicht lustig jetzt. Ich wusste gar nicht, worauf ich aufpassen soll. Jetzt saß es da so und dann ich Ja, denke mir so. ich denke mir so, oh, rechts vorbei, dann fährt er nach rechts, ich denke mir so, links Ja! vorbei, und dann fährt er nach links und ich fahre dir voll drauf. Oh Wieso Mann. denkst du dir vorbei? Das ist ja schon der Fehler. Ja, ist doch egal. Deswegen verliere ich vielleicht das Rennen Ja, jetzt. wenn ich Alles? dabei bin, verlierst du immer. Ja, das ist das Problem. Ich gehe, tschüss. Ich starte immer so schlecht, aber ich wünsche dir trotzdem Glück. Ja, ich dir auch. Ich starte aber auch schlecht. Bin dieses Mal Ich nicht werde schlecht richtig gefickt, gestartet. glaube ich. Jo, ich werde gedreht. Ey, dieses Scheißspiel, ne? Ohne Spaß. Warum? Ich muss stehen bleiben. Ich muss die vorbeilassen. Ich bin letzter gleich. Echt? Hamilton, warum? So ein Arschkeks, dieser Hamilton. Keks. Ja. Ja, aber ohne Mütz, ohne Ist Mütz. ohne Mütz. Ohne Müll, ey, das Ist ist so. so ein Witz einfach. Ich fahr und er schneidet einfach die Kurve, als wäre ich nicht da. Also er hat die Ja, Kurve das ist einfach es. genommen, als wäre ich nicht da. Und ich war halt innen. Und dann hat er mich eben auf den Rasen gekickt, beziehungsweise auch gedreht. Alter, ich hab so keinen Spaß. Mann. Ja, immerhin kann ich dich jetzt in Ruhe lassen. Kannst dich freuen. Raikön Ich ist freue hier. mich nicht. Wir haben gar nicht auf die Er so, ja, ist noch nicht der Start, nach dem wir suchen. Ich habe gar nicht auf die Noch nicht vor allem. Konstrukteurswertung beim letzten Mal geguckt, aber da müssen wir auch nochmal drauf gucken. Stimmt, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe Weil gerade das Angst, dass ich ist. in diesen, wie heißen die, SLS-Kurven, Es ist. es ist, dass ich da hier in Kubica reinfahre. Mit dem habe ich auch nicht so gute Erfahrungen mit dem Typen. Diesmal, du musst mit dem vorhin Auto übrigens mehr bremsen. Ja, das kann ich mir schon denken. Also ich muss jetzt da zweimal Aber ich bremsen. muss hier aufpassen, dass dieser Kubica hier einfach nicht Kubica. keine Scheiße baut. Herr Kubica. Oh! Rennkommission! Stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ja, die hassen mich eh. Ich bin auf Platz 2.
Ich bin auf Platz 3. Wegen Hamilton? Nee, wegen mir. Ich dachte wegen Hamilton. Ich hätte den so weggerammt. Egal wie gut. Aber Hamilton ist jetzt auf Platz 1. Also, wegrammen angesagt. Ohne Spaß, wenn ich nachher die Chance habe, ich mach's einfach. Ich schub's den. Also so, dass ich natürlich nicht rausfliege, hoffentlich. Alter Kubica, du. Ach, scheiße. Ich habe ihn auch ein bisschen geschnitten, aber da war noch genug Platz. Dachte ich. Hast du irgendwas abgefahren oder warum wirst du langsamer oder warum rutscht nach hinten oder was ist da los? Nee, ich hatte mich gedreht und hatte dann noch total viel Rasen auf dem Reifen. Ach so. Hat einfach geklaut. Ja, leider. Ist gar nicht so geil eigentlich. Boah, in diesen. Also Leclerc, wie heißen die Kurven? Druck S's. Wegen zwei. Oh! In diesen S's muss man echt aufpassen, wenn man Leute vor sich hat. Das ist so crazy. Weiß. Ich halte so viel Abstand. Mehr Bremsen. Die gehen da nicht nur vom Gas, sondern die bremsen da halt. Was ist denn eine Bremse? Ja, kenne ich nicht. Habe ich vorhin ausgebaut. LOL! Das war gerade wieder ein Angriff gegen mein Leben. Digga. Durch solche Sachen stirbt man halt einfach. Raikön hat gerade Russell überholt. Und Raikön hat dann quasi so einen Schlenker gemacht, damit er Russell abdrängt, ne? Und dadurch ist Russell ultra nach links ausgeschlagen. Alter, wenn ich da auch noch mit reingezogen hätte, hätte er mich wieder richtig weggecheckt. Und ich hatte schon überlegt, ob ich reinziehe und dachte so, nein, bitte nicht. Alter, bitte nicht. Würde ich gleich überholen. Also ich bin auch nicht so schnell. Leclerc versucht es die ganze Zeit. Ich kann es noch abwehren, aber ich komme nicht nach vorne. Ah, deine also, Strecke. Ja. Jetzt ist ja. Hast du einen Arsch? Nee, also die erste Kurve direkt nach Startziel. Da habe ich mich ja gerade gedreht und die ist echt gefährlich. Da bin ich gerade schon wieder so ein bisschen gerutscht. Ja, da soll ich wirklich aufpassen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Geiler Typ. Bin wieder in diesen. Wie heißen die? Spaß. Alter, ist das. Jede Runde. Assets, oder? SS. Ja, das wegen zwei Essen. wegen zwei Essen. So ist es. Ja, was halt. Weiß ich denn? Ja, ich hab's dir jetzt 10-mal erklärt, wieso das so heißt. Ja, das ist aber so kompliziert. Ja, oder? Das kann ich mir nicht merken. Oh Mann, warum muss ich darüber lachen? Das ist so unlustig. Ja, der hat kein Gehirn. Oder? Gehirn. Hören. Boah, ich hab grad echt keine Lust, die einfach zu überholen. Ich fahre den seit einer halben Stunde hinterher. Dass der Boxenstopp auch so scheiße ist. Ja, das ist echt halt nicht cool. Wirklich tatsächlich richtig kacke, dass ich gerade nur auf Platz 3 bin. Boah, war das ein Aussetzer von meinem Gehirn. Ja, wollte ich gerade sagen. Vettel ist boah, auf Platz Vettel. 4. Dann spreche ich plötzlich den Namen falsch aus. Was war das denn? Der Aussetzer im Gehirn. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Oh Gott. Komm nicht vorbei. Ich trau mich auch nicht. Rennkommission, guckt schon mal zu, bitte. Verwarnung. Nein, keine Verwarnung. Eine Warnung an die Rennkommission. Achso, ja, genau. Dass sie gucken sollen. Das ist der Plan jetzt, weil vielleicht kann ich ihn jetzt auf Startziel überholen oder irgendwie. Yeah! Den hast du endlich überholt nach 7 Runden. Klasse, sagt er. So gut! Ja, dich kaufen wir! Das hat er gar gesagt. Lass dich kaufen? Ja, neuer Vertrag.
mit weniger Geld, aber irgendwie ist das richtig komisch. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, tschüss! Im Platz 2. Was war das jetzt? Oh! Das ist ein richtig spannendes Rennen hier in Großbritannien. Und Hamilton natürlich im Heimrennen. Ja, Great Britain, aber ich finde das nicht so great eigentlich. Nicht so great. Russell will wieder vorbeiziehen. Boah, habe ich spät gebremst, bin ich irre. Aber ich habe ihn dann... aber ich habe ihn dadurch nicht vorbeikommen lassen. Ich fahre jetzt wieder ins Minus, Benson, einfach. Ich jetzt gar keine Lust, ich will weg von Russell, sonst macht er mir nur Stress. Und ich verbrauche hier eh wieder keinen Benson, habe ich schon gemerkt. Gar keinen? Nee. Oh! Rennkommission! Wieso? Ich bin wieder Platz 3. Ja. Hä? Der hat einen Heck, der fährt viel schneller. Ja, DRS und so vielleicht. Ja, nur vielleicht. Also ja, der hatte DRS, aber trotzdem. Trotzdem, das ist gemein. Ja, das darf er nicht. Jetzt bist du ja wieder Platz 2. Aber weißt du das denn? Hab ich gerochen. Weil du immer direkt dann so konterst, wie so ein junger Gott. Aber immer unfair halt. Unfair, oder? Also er hat bei mir keine Verwarnung wegen Kollision angezeigt. Boah, wir müssen ja schon bald an die Box. Fahrer vor mir. Oh, er überholt mich wieder. Offensichtlich ist er krass. Warum habe ich kein DS? Alter, ich mach dich kaputt, der zieht weg. Jetzt bist du fertig. Du Arsch. Wenn er ihn zweimal überholt, ich krieg ihn. So geht's nicht weiter. Was erlaubst du dir denn? LOL! Game of Thrones Flüge. Aber ich kann halt nicht reinziehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst überholen soll. Wenn ich reinziehe, dann macht er zu. Alter, und ich kriege jede Runde überholen wir uns gegenseitig mindestens zweimal. Ja, das ist so doch das spannend. Duell. Das ist doch sau spannend und cool. Ich bin wieder auf Platz 2. Auch anstrengend ist. Ja, das ist mega anstrengend. Und Hamilton zieht da vorne weg. Ich habe ja gerade schon einmal gefragt, wie weit er weg ist, aber ich habe es vergessen. Oder, ja, ich konnte gar nicht zuhören. Fahr ich habe schon mal gefragt, aber ich habe es vergessen. Vor mir! Oh, ich hab mich so erschrocken. Scheiße, mach mir doch keinen Schreck, Alter. Er ja, versteht's nicht. Mach doch nicht so ein Heckmeck. Fahrer vor mir. Du musst es wieder so mit Motivation sagen. Ah ja, jetzt hat er's. 3,7 Sekunden. LOL! Nicht bremsen, du Arsch, Alter. Was ist das denn für ein Dulli? Und 2 Zehntel lang. Nein, scheiße. Fuck! Gelbe Flagge. Nee, 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 nee. Wissen warum. Nee, 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 nee. Nein, Russell! Russell? Oh. Hilfe! Russell! Wow, bremse ich spät! Bin ich irre! Rennkommission, bitte! Oh! 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 Okay. Puh. Scheiße, Frontflügel muss ich wechseln. Was passiert da gerade? Ich weiß es nicht, ganz viel. Ich weiß, ich habe alles vergessen. Du musst Frontflügel wechseln? Ja. Oh Gott, Russell. Russell! Russell, hör auf! Mach kein Heckmeck jetzt hinter mir! Nicht wegrammen! Junge! Wir nennen Assets-Kurven einfach... Junge, wie nah fährt der denn auf? Ich hab richtig Angst, Gas. Der rammt mich doch gleich und jetzt kommt sogar noch DRS. Das ist ja richtig dulli. Lol, bist du gut. Ich hab keinen lila Sektor in der Runde gehabt. Russell überholt mich, Arschloch. BTF. Und trotzdem eine lila eine Zeit. Wie geht das denn? Ohne lila Sektor, lila Zeit. Ja, es ist wirklich so. Ich hatte alle grün. Ey, Russell! Digga!
Was das für ein Idiot! In der nächsten Runde direkt gerade einen Quersteher gehabt. Mann, ich hätte an Hamilton rankommen können. Das ist so ein Prank hier. Ich bin 2 Sekunden von Hamilton weg. Ja, ich gehe an die Box diese Runde. Ja. Du gehst nicht. Ich könnte einen Undercut machen. Nee, nee, ich gehe nicht. Guck, was Hamilton macht. Ich mache einen Overcut, glaube ich. Ist halt schon traurig, dass ich mir mit Russell einen Kampf liefere und den sogar noch verliere. Boah, bremse ich spät! Irre! Ne, diesmal war scheiße. Diesmal war ich auf dem Gras. Ich war ein bisschen grasen. Mann. Boah, es ist scheiße mit meinen Frontflügel. Russell zieht weg. Also Hamilton geht noch nicht an die Box. Sollte man an 8, nee, 9 sollte man an die Box gehen, oder? Weiß ich nicht. Welche Reifen holst du dir denn? Weiß ich nicht. Ja, jetzt hat er... Energie ist zum Ausgeben da. Bist du schon wieder aus der Box raus? Nein, ich fahr noch nicht mal rein. Echt? Ja. Ja, ich komme eh nicht mehr in die Punkte wahrscheinlich. Hey, habe ich dich schon überrundet? Tja, ich bin an der Box gerade vorbeigefahren. Und du hast doch gesagt, du willst reinfahren. Ja, jetzt. Ach so, du warst da gerade an der Box vorbeigefahren, als... Ja, genau. Ah, okay. Ich war in der gleichen Runde wie du, ja. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, entspann dich. Boah, ist es langsam. Ich glaube, du überrundest mich jetzt. Nee, ich bin gerade erst ja, das schaffst du. Vor den S's. So lang wie... Ja, aber ich fahre so langsam in der Box. Das ist richtig dumm, echt. Ich bräuchte eigentlich ein Safety Car. Fertig, los jetzt! Kannst du Hamilton bitte nicht einfach wegrammen? Wollten wir ja sowieso machen. Also ich will, dass Hamilton stirbt, aber ich will mein Auto nicht riskieren. Aber du könntest ihn gleich töten. Du bist auch schon draußen, jetzt oder? Jetzt bin ich, ja. Ja. Noch nicht mal in der Nähe. Ich bin jetzt gerade auf der langen Geraden hinter den Essen. Boah, es ist so warm, Leute. Gerade ist mir wieder richtig warm. Also bis jetzt ging's noch. Aber bin jetzt gerade direkt hinter warm. Hamilton. Ja, schubst ihn. Unauffällig. Kannst du kurz mal drauf achten, ob andere an die Box gehen? Ja, gehen sie. Ah, stimmt, ja, ich seh's. Aber nicht viele offensichtlich. Nee, ich gehe mal von aus, dass Hamilton jetzt an die Box geht. Ich habe übrigens gelbe Reifen. Und wenn... Okay. Aber ich musste ja auch im Frontflügel wechseln, also... Ich bin echt durch diesen Crash mit Hamilton so weit nach hinten gefallen und kam auch nicht mehr richtig voran, weil ich hier immer Fights hatte. Jetzt kann ich ein bisschen alleine fahren. Wenn ich in dieser Runde noch überhole, gehe ich jetzt an die Box und ansonsten gehe ich in der Runde danach an die Box. Jetzt. Gott, das war gerade so schlecht. Okay, ich werde ihn in dieser Runde nicht überholen. Also jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich ein bisschen besser fahren natürlich. Ich hab schönen Platz. Alter, was fahren die für eine crazy Taktik? Bottas ist auf Platz 3, das heißt, der war nicht an die Box. Ja, hab ich ja der gesagt, war auch nicht an der Box. Ich hab gesagt, es waren nicht alle an der Box. Ja, aber das bedeutet ja, normalerweise teilen die sich das ja. Aber das haben sie jetzt hier gar nicht gemacht. Ja, vielleicht teilen sie sich ab jetzt an. Sollen sie es denn jetzt teilen? Ja, dass sie jetzt erst gehen. Also einer jetzt und einer die nächste. Ja, ist ja so dumm. Vielleicht gab es ein neues Update für okay, die. Okay, Hamilton Karten. Geht jetzt, das heißt. Ja, sag ich ja. Ja. Mein DRS ist kaputt. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleib draußen. So, dann fahre ich jetzt. Muss ich eine schnelle Runde fahren. Boxenstopp. Also Leute, ich lege jetzt nochmal alles rein in den letzten 16 Runden. Das ist nochmal mehr als die Hälfte. Um da wirklich noch ranzukommen, Punkte zu holen. Und ich hoffe, dass irgendwas möglich ist.
Auch wenn es natürlich schlecht aussieht, muss man ganz ehrlich natürlich sagen. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 25,5 Sekunden. Oh Gott, sind meine Reifen tot. Hoffentlich platzen die jetzt nicht. Das wäre natürlich unpraktisch. Echt nicht cool. Weit hätte ich doch mit Hamilton an die Box gehen sollen. Ja, die werden jetzt schon nicht platzen. Nee, das nicht, aber... Alter. Neue Schnellze. Zeitverlustmäßig, meinst du? Genau. Okay. Ja, Hamilton geht an mir vorbei. Ah ne, das ist Bottas. Okay, Bottas fährt auch mit rein. Ah, da ist jetzt Hamilton. Es könnte sein, dass ich Platz 1 bleibe. Weil Hamilton wird aufgehalten, glaube ich, gerade. Ja, also war es vielleicht doch gut. Ich sehe es. Könnte okay, meine Reifen sind gewechselt. Sehr schön. Es bleibt noch spannend. Jetzt hat Hamilton freie Fahrt, weil die an die Box gehen, alle schön hintereinander. Bottas wurde, glaube ich, gerade auch einmal schon aufgehalten. Oh, das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Siehst du das auf der Karte? Nee, ich kann gerade nicht. In den Assets. Ah ja, ich sehe es, aber du bist vorne, ja. Oh, das war aber richtig knapp. Der ist eine Kurve schön ausbremsen und dann Gas geben und weg von ihm. Ich würde am besten direkt ERS und so anmachen.